Leute, A7, Kreuzabendreieck, Drammetal und ja. Ihr seht, es geht nichts voran. Das Navi ist gerade umgesprungen von 38 Minuten Verzögerung. Spiegelt alles ein bisschen. 53 Minuten. I don't know what's happened here on the highway to South Germany. Das war scheiße. Problem bei der Sache, was mich so ein bisschen anfrisst, ist die Umleitung. Ich wusste ja, dass hier Stau ist, aber die Umleitung darf ich nicht fahren, weil ich einen Langauflieger hinten dran habe. Und damit habe ich Fahrwegsbestimmung. Die B3 ab Göttingen, sagt der Gesetzgeber, nein, Falco, du bist mal schön auf der Autobahn. Also habe ich mich brav hinten angestellt und dann habe ich hier den Salat. Während meine Kollegen schön, die hinter mir gefahren sind, alle schön jetzt hier über Dransfeld, Hannenbünden-Hedenbünden und oben Stauffenberg wieder auf die A7 fahren. So bin ich ihn gestern auch gefahren. Stehe ich hier und stinke. Huhu, Leute. Zehn Minuten auf einem Fleck und es geht weiter. Naja, was heißt weiter? 13 sportliche km/h. Mein Kollege schreibt mir gerade eine WhatsApp. Nächste Woche musst du wieder 2 Uhr Termin fahren. Ja? Und Samstag fahren, was ja dazugehört. Ich muss Samstag fahren, sonst muss ich auf eine Schatzfamilienfeier, Alter. Ja, dann rufen wir meiner Firma an und sagen: Genau das wollen wir verhindern. Mal wieder hier ein bisschen Schleim, ne? Freiwillig. Samstag fahren. Oh, ist ja warm. Die Sonne. Die Sonne und du. So, was ist jetzt hier? Ja! Können wir mal einen Berg hochfahren oder was? Oh ja. Jetzt fahren sie auf einer ganz dritten Spur, die Kollegen. Die sind so weich. Die sind so weich, manche Kollegen. Junge, Junge, Junge. Und der nächste macht's nach. Hier, guck mal. Die sind. Ein Wort. Behindert! Ach nee, hier ist ein Kollege liegen geblieben. Ah. Oh, das war aber. Ein blonder Engel, habt ihr gesehen? Oh, jetzt kommen wir erst zur eigentlichen Baustelle. Wenn man Langeweile hat. Ich stehe im Stau. A7 Hannover Richtung Kassel, zwischen Dreieck Drammetal und Lotterberg, 6 Kilometer Stau. Gute halbe Stunde länger dauert's. Nee, viel länger! Das stimmt nicht, was ihr sagt, ihr Klapsköppe. Also ich bin ja eigentlich ein Gemütsmensch, ne? Aber so langsam dampft mir die Bluse hier. Also ich bin um 11:45 losgefahren. Wir haben es jetzt 14:45. Zwei Scheißstunden wegen einer verkackten Baustelle. Das gibt's doch gar nicht. Im Radio sagen sie 6 Kilometer, halbe Stunde. Nein, das darf nicht sein. Viertel nach 12 losgefahren. 15:54 Uhr. Und guckt euch diese Scheiße hier an. Oh, oh. Wir werden aber nicht. Ui, 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 ui. Geil, nach 20 Minuten Stillstand. Juhu. Ja, anhalten. Hat man schon lange nicht mehr. Oh, juhu, wir rollen mal wieder 10, 50, 100 Meter. Alter, es ist 10 nach 4, Leute. Vor 4 Stunden bin ich in Nordheim losgefahren. FM Erdhof. Mensch, sind wir fast 700 Meter gefahren. So, aber wie es jetzt aussieht, bin ich jetzt in der Baustelle, das wollen wir mal so mit 40 km/h dahin. 16.51 Uhr. 12.16 Uhr bin ich losgefahren. Oder 14, weiß ich nicht mehr genau. Och, wir stehen schon wieder, oder? Fast 5 Stunden. Ja, also Entwarnung kann ich immer noch nicht geben, weil jetzt geht es hier runter, da hinten. Geht's, und dann geht es da hinten hoch Richtung Werratal.
Und da wird es wahrscheinlich, weil die schwer bepackten Kollegen da nicht hochkommen, wird sie es hier zurückstauen. Aber ihr seht selber, ich rolle hier so mit 20, 30 km/h daher. Jetzt halten wir wieder an. Oh, es ist ja, also diese Baustelle ist ja mehr wie belastend. Hau ab. Oh, Freunde. Nach exakt, so ziemlich exakt fast 5 Stunden kommt der Laster wieder in Wallung. Auto auf Nordheim, Parkplatz Humboldtblick. 5 Stunden. Sehr nett, Kollege. Alles fällt beim Wäschesack hier um. Ich jetzt Göttingen hier runter, weil das gleiche wie gestern, ne, Freunde. Warum fahren wir hier nur 80? Das ist ein Trick. So, runter hier von der Autobahn. Ah, bin nicht der Einzige. So, naja, Kollegen Busfahrer mal vorbeilassen. Ist auch mal ganz schön, mal ein bisschen Bundesstraße fahren. Nette Abwechslung zum Autobahnalltag. Gerade hier fahre ich gerne lang. Auf und nieder. Immer wieder. Links rum, links, rechts, links, rechts rum, links rum, rechts rum, Polizei, links rum, nochmal links, rechts rum, dabei retardern wir uns zu Tode, links und rechts, juhu, links, rechts. Wo fahrt ihr lang? Ich fahr einfach mal, okay, ja. Kassel, 30 Kilometer, rechts. Hört nicht auf hier, rein zur Motorradstrecke. Leider fahren wir einen LKW. Aber was heißt leider? Hanmünden. Ja, komm, da mogeln wir uns an allen rechts vorbei.
muss dann auch gleich nach links. Flonk. Ja, flupp bei Gelb. Huhu. So, jetzt muss ich mal einordnen hier. Jetzt staut es sich bis hier zurück von der Ampel. Weil da vorne kommt eine Ampel, Leute. Ach, beenden. Dieses Navi. Hier vorne um die Kurve rum kommt eine Ampel. Und da geht es entweder geradeaus nach Kassel weiter oder aber links die offizielle Umleitung hoch zur Autobahn. Ah, er hat schon die Schnauze voll. Tschüss. Jetzt muss ich mal gucken, wenn jetzt der Großteil nach links fährt, fahren wir geradeaus. Mal gucken, wenn wir an der Ampel sind. Aber ich sehe schon, die orten sich alle, die bleiben alle hier linke Spur. Ja, dann fahren wir geradeaus, Leute. Hilft nichts, wir fahren jetzt geradeaus. Jungs, Spiegel einklappen. Hier kommt der Falco. Miep, miep. Danke, danke, danke. Danke, ja, seht ihr, die fahren alle nach links. Fahren wir geradeaus. Obwohl, ich könnte hier mal schnell reinschnipsen. Ah, nee, komm, lassen wir das. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Ha, obwohl, gestern. Oh, was denn hier? Ja, ich fahre an dir vorbei. Es ist schön, dass du vorbei winkst. Wäre ich auch ohne Winken gemacht. Hätte ich auch ohne Winken gemacht, so, wollte ich sagen. Ach, guck mal. Boah. Rechts, links. Kurz auf Kassel haben sie auch eine Kurven. Kiki. Ziemlich weit links. Und immer noch links. Mein Gott, Walter. Rechts. Links. Rechts. Und ein bisschen links. Ein bisschen lang links. Ein bisschen sehr lang links. Dokument der Stadt Kassel. Herzlich willkommen. Oh ja. Zwei Bodos. Bodo mit dem Bagger und der Bagger noch. Bagger, 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 Baggerloch. So ein nice Eng hier. Ladies, hello, hello, hello. Ah, Ladies, grüßt euch. Guck mal, das Witzige ist, ich kann euch runter und hoch fahren. Ja! Auf und nieder. Nochmal eine Runde. Ah, und hoch. Nee, runter. Oh, hoch. Na, fahrt doch mal da vorne los. Sonst kommen wir wieder nicht bei grün rüber. Na, schaffen wir das? Schaffen wir? Schaffen wir das? Das, oh, hier, leck mir am Arsch. Das schaffen wir. Ja. Yeah. Das ist hier alles. Rechts Mercedes, links ein Audi. Ich darf mal mitten rein hier. Jetzt steht da, Junge, 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 Alter, man muss die Kreuzung frei halten. So, und wieder rot. Es ist Herr im Himmel. Brüll nicht so da, Junge. Der ist doch nichts. Längst weggefahren mit seinem komischen Dreirad. Oh! Oh, jetzt sag mal! So, Achtung, ich fahre euch mal hoch. Ja geil, das war ja wieder erwarten durch Kassel. Hat's ja geflutscht, bis auf ein paar Ampeln. So, jetzt fahren wir da vorne auf die A49. Ich brüll schon wieder so, ne? Naja, egal. Wir fahren gleich auf die A49 Richtung Borken und dann B3 nach Marburg. Aber ich sag mal, das Video ist schon lang genug. Gestern der Stau, heute die Umfahrung. In dem Sinne sage ich tschüss, lasst einen Daumen da, kommentiert und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Leute.